Willkommen zurück zu Hilfe. Für ein Navi, das neue Spiel, genau. Ja, eine neue Session Dying Light steht an, wieder mit Kaelin und ein Navi. Und mal schauen. Jo, hallo. Was wir noch hier, wäre noch Polizei wegen. Die sind aber schon offen, okay. Ah, das macht nichts. Ich. Ach, schade. Ich loot hier weiter mal meine Pfeile. Ja, ich trete mal so einen Zombie von der Brücke runter. Das da haben wir halt eine so Menge Zombies. Ich glaube, da rennen wir besser durch. Okay, also Pfeilverbrauch ist eigentlich recht okay. Ich habe gerade 11 Pfeile gehabt, als ich hier auf die Brücke bin. Mhm. Und jetzt habe ich nur noch 10. Könntest du aufhören, mich anzuspucken? Oh mein Gott. Ja, ist halt viel los. Immer diese Urlaubszeit. Ja. Ja, das stimmt. Ach, und hier irgendwo ist die Kamera. Wollt ihr mich verarschen? Ja, wir müssen jetzt. Moment, ich komm zu, ich warte doch nicht. Ja, mach es denn. Verdammt, so ein Explodierer. Nein, bitte nicht festhalten. Immer. Okay. Oh! Okay, ich gehe auf eine erhöhte Position. Ich bin schon wieder in so einen verdammten Bus reingefallen. Das passiert mir auch so häufig. Aber wir müssen noch wieder zurück. Warte, da hinten ist sogar was, sehe ich gerade. Ah. In dem Auto. Okay. Da sind ja gerade Zombies. Versuch sie mal wegzulocken. Nein, 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 nein! Bist du ruhig? Ich schmeiß den Bord, wenn das nicht nein, 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 nein! Ah. Das Auto ist runtergefallen. Die sind die Fotos. Juhu. Wir springen dann mal. Ich bin Ja, ich bin hier noch ein bisschen beschäftigt. Achso, ja. Komm, spring ins Wasser. Du bist genau unterm Auto. Ich kann dich da nicht rausholen. Ja, alles gut. Na? War doch gerade was zum Interagieren. Okay, hab sie. Jetzt nicht sein. Trinken, Kollege. Puh, gerade so. Ich bin im Fischerdorf. Ja, ich glaube, wir müssen ja. Nee, wir müssen zu Fällen. Fällen ist ja auch im Dings mittlerweile im Turm. Ich dachte, der wäre auch beim Dorf hier. Nee, der war. Da war woanders. Da war bei den Container. Also, naja. Sorry, dass ich euch gerade nicht nachkomme, aber ich versuche gerade wieder Pfeile einzusammeln. Ja, wie gesagt, kannst du dann einfach ins Wasser springen und rausschwimmen. Das Problem bei dieser Pfeilsammelaktion ist, dass immer neue Typen nachkommen. Ja, die spawnen gerne nach. Hey. Na, Typen von Reis. Ach schon, das wäre eine Idee. Warte mal, ich komme da mal dazu. Okay, keine gute Idee. Ich brauche noch ein bisschen, ich kraule so schnell ich kann. Ja, in dem Fall ist es danach eine Kiste, die man öffnen kann. Okay, wo, ihr seid da links. Sind, ja, genau. Ich will nicht. Oh, Scheiße! Ich kann mich immer wieder beleben. Wo bist du? Da hinten. Ja, da ist kein Wasser gewesen. Mhm. Okay, ich dachte, der wäre weiter weg. Ja. Nee, ich. War es nicht so gut getimed. Ja. Oh. Gut. Oh. Fällen ist da hinten. Kann mich jemand heilen? Ich hab keine Medipacks mehr. Ich dachte, ich hätte dich gerade geheilt sogar. Oh. Hast du Ansprüche hier? Pfeile suchen. Und heilen und wiederbeleben. Ja. Boah, der Typ hält viel aus. Komm, das ist ein Nadelkissen. Als würde man mit einem kleinen Kind reisen. Sehr leicht abzulenken. Oh ja. Oh, da ist was Süßes. Oh, da ist was Süßes. Oh, da ist was Süßes. Oh, da ist ein Pfeil. Der zeigt mir einen echten Hasen. Ja. Oh, da ist ein Pfeil. Oh, da ist ein Pfeil. Ich muss mal kurz gucken, wie viele Pfeile ich jetzt hier aufgefangen habe, aufgesammelt habe. 7 habe ich. Na gut. Okay, ich habe oben mindestens 10 liegen lassen.
Weil immer wenn ich einen verschossen habe. Aber mit den Pfeilen ist richtig gut, wenn du dich auf einen Wagen stellst, kannst du auf Zombies schießen ohne Probleme. Hm, praktisch. Mal gucken, was ich jetzt schon. So, du warst es, glaube ich, oder? Ach nee, wen haben bin wir gleich denn da. Ja. Ich glaube, du kannst dich sogar porten. Mit B kann man schnell reisen. Bin da. Mein Name ist egal, denn Sie setzen hier trotzdem fest. Hier kommt keiner raus. Wie heißen aber? Warum haben Sie mir dann geholfen? Ihr Leben riskiert. Um Ihnen zumindest die Chance zu geben, mich eines Besseren zu belehren. Viel Glück, Fallon. Ich verstehe. Danke. Und viel Glück. Ja, ja. Ja, 2000. Nicht verkehrt. Brainvoll zynisch. Ich muss mal wieder Fertigkeitspunkte verteilen. Hier, Detonation. Verdoppelt den von Wurfwaffen, beispielsweise Wurfsternen, Wurfmessern und Wurfäxten zugefügten Schaden. Ne. Nahkampfwaffen halten länger. Auch aber irgendwas wegen Fernkampfwaffen. Kommt vielleicht später dann noch. Nee, da gibt's nichts. Gar nichts. Zumindest nicht in dem, wo ich habe. Ich habe einmal hier Nahkampfwürfel. Also wegen Fernkampfwaffen habe ich jetzt hier nichts. Beim The Following Tree, da bin ich nicht up to date. Da weiß ich gar nicht auswendig, was drinnen ist. Ja, ich gehe mal noch kurz hier zum Händler. Oh, hier. Oh gut, vielleicht hat der einen Bogen. Der hat einen Bogen. Wo ist der Händler? Hier bei da mir. Drin. Ja, ah, ja, ja, ist Bogen. Ist doch eh erstmal gekauft. Sein, oder? Hoffentlich hast du auch die Pfeilmod. Nein, leider nicht. Ah, zur Not, ich hab sie. Braucht nur Metallteile und Nägel. Oder wenn, oder? Was willst du? Du willst eine Flechte haben. Oh, der hat eine deutsche 9mm Pistole bei genau. Mir. Moll. Pfeile. 500! Ach du Scheiße, warum habe ich die gekauft? Pfeile sind doch sowas von billig herzustellen. Ja. Aber Pistolenmunition nehme ich, ey, da können wir. Das ist sogar eine legendäre Pistole gewesen. Vielleicht hole ich mir die dann auch. Jetzt will ich auch. Man, das ist ja zugeschmissen, finde ich. Achso, bei mir ist sie leider nur blau. Ah ja, bei mir auch. Dann nicht. So, Aufputschmittel mal verkaufen. Will ein Schnäppchen. Ein fähiges Material. Schnell Inventar durchgehen. So, das Schwächste. Immer Zeit, oder? Also Pfeile kann ich herstellen noch und nachher. Ja, ja. So. Und ein paar Molotow-Cocktails. Die deutsche 9mm ist viel stärker wie die amerikanische. Ja, okay. Meine ist legendär, deswegen kann ich sie. Deswegen ist sie bei mir auf jeden Fall stärker, aber ich brauche 9136. So. Ich habe 16.000, wäre für mich gar kein Akt. Kann ich Geld droppen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber kein Problem. Ich doch, kann man hier. Kann Geld droppen. Ich brauche gerade mal 100. Ja, bist du hier bei mir? Dann ist die GRE-Pakete. Ich bin der jetzt springt. Ja. Ah, ich da. Bin der sich nicht bewegt und im Inventar ist. Ja, ich bin vor dir. Da. Ah, du hast eine Geldbörse fallen lassen. Mit 100. Praktisch. Ja, ich bin das sehr genau. Dankeschön. Ja, nichts so, verschenken. Dann kaufe ich mir die 9mm und schau mal, was die kann. Aber ich könnte mal mein Sturmgewehr ausrüsten. Die ist schwächer bei mir. Die hat Feuerkraft 159, meine aktuelle hat 185. Hm. Aber die Genauigkeit ist um 10 höher und die Schussfrequenz ist niedriger. Ja, dann will ich meine 100 aber wieder zurück. Hey, wo ist mein Bogen hin? Sobald ein Paket darauf kommt. Okay, ich versuch's mal mit ihr. Vielleicht ist die ja genauer und deswegen kannst du besser Headshots machen und so. Ja, das kann sein. Außerdem da wäre ein Paket, sehe ich gerade. Vielleicht kriegen wir das noch und dann können wir uns wieder auf den Weg zurück zum Turm machen. Ja, auf geht's. Wo ist ein Paket? Da hinten ist gerade eins abgeworfen worden. Wo sehe ich das? Sehen auf wir der das Minimap. Das ist das. Das blaue, dieses blaue Sechseck mit dem Pfeil drin. Ach so, das ist aber weit weg, das GAE-Paket, da okay. Wo ich jetzt markiert habe. Ja, ich habe ich habe halt nur gesehen, dass da gerade eins gedroppt ist. Ja, das ist hinterm Turm von uns aus gesehen sogar. Ja, wir müssen ja eh zum Turm. Ja, dann gehen wir erstmal zum Turm.
Bui. Wie seid ihr da rausgekommen? Wartet auf mich. Ich bin über Pisi drüber gesprungen. Hä, hab ich nicht noch Munition für die Waffe? Scheinbar nicht. Ach, guck mal, da kommt ja jemand. Und man kann sogar die Pfeile von den lebenden Zombies rausnehmen. Ja, es lohnt sich ja richtig. So. Okay, die deutsche Waffe ist Schrott im Vergleich zur amerikanischen. Aha. Naja, wieder was gelernt. Oh, Hilfe! Außerdem hat die amerikanische ein 15er Magazin und die deutsche nur ein 8er. Dann können wir die ja dem Typ nachher geben. Ja, genau. Das, das war knapp. Hm? Ich hab gerade geschossen, als du ihn getreten hast. Da oben zerlegt es gerade ein paar Zombies. Ja, das bin ich. It's raining zombies. Halleluja, it's raining zombies. Lass mich! Versuch doch nicht zu kriegen, du Freak! So, bist du zufrieden? Komm schon, du Arschloch! Das war das werden dich schon. Freund. Ja. Hast du einen blauen Templer? Okay. Der Templer war aber ziemlich. Achso, das ist der Typ, der hat mir nur einen Saboteur. Der hat mir $150. No. Kann man irgendwie Pfeile wechseln? Ne, es gibt's andere Pfeile. Ich hab recht unten gerade so brennende. Okay. Hast du eine Mod auf deinem Bogen? Nein. Danke. Ah, da. Y gedrückt hat, um Pfeile zu wechseln. Okay. Für mich. Medkit. Mhm. Sogar zwei. So, achso, wir müssen hier in die andere Richtung, sehe ich gerade. Okay. Gut. So. Werden wir schon wieder von den Zombies aufgehalten? Ja, irgendwie schon. Oh, Loot. Oh, ein Feuerwehrmann. Beziehungsweise Feuerwehr-Zombie in diesem Falle. Oh oh. Feuerwehrmann-Zombie. Hinter dir? Hm, der hat's scheinbar auf mich abgesehen gehabt. Komm, geh da rein. Verdient. Der Bus ist weißt praktisch hier. Alles okay. Zurück. Ja. Der große Feuerwehrmann ist tot. Super. Komm. Immer diese Beißen. Mann! Komm. Oh, das war Teamplay. Ja, mich hat's aber fast zerlegt gerade. Heil? Dann lass mich so gutes Teamplay. Hör auf, so schnell zu sein. Oh, wieso kommen jetzt zwei davon? Na, hier sind gerade doch ein bisschen zu viele Zombies. Ich glaube, wir gehen mal wieder. Ja, finde ich, ist eine gute Idee. Wie zwei von den großen? Ne, drei schnelle. Vier schnelle? Ja. Lasst mich in Ruhe. Okay. Ich mit euch spielen. Ich habe meine ganze Pistolenmunition verbraten. Ja, super. Aber ich habe mindestens 10 von den schnellen gekillt. Sehr gut. Ja, wie gesagt, so ist bei mir halt mit Granaten in den diversen Spielen so, dass ich die Granaten nie benutzen will. Weil ich Angst habe, ich habe sie dann nicht, wenn ich sie bräuchte, aber da ich sie eh nicht einsetze, habe ich dann nachher ein Inventar voll Granaten. Ich weiß nicht, Granaten habe ich meistens nur 5 Stück mit und das war's. Ja. Okay, ich hoffe, ich gehe jetzt in dieselbe Richtung, in die ihr seid. Ich glaube, du musst ein bisschen weiter rechts. Ja, ich musste hier gerade wo hochklettern, damit ich hochkomme. Ui. Klappt das? Nein.
Ah, ich hasse dich. Ich bräuchte Hilfe. Schmerze. Na, alles gut. Krankenschwester Kay ist am Start. Gut, gut. Ich brauche eine Hilfe. Krankenschwester Kay ist am Start. Ich wollte genau dasselbe tun wie du. Ja. Bekommst du gar eine gratis Heilung? Dankeschön. Oh, das ist ein Dicker, sehe ich gerade. Haben wir jetzt alle einen Bogen? Nein, ich nicht. Der ist down. Gut, sehr schön. Geht er echt schnell. Voll. Das Spiel ist einmal so einfach. Ich finde schade, dass man das nicht abbrechen kann. Ja, du schießt den einfach in den Boden unter dir, dann kannst du den Pfeil gleich wieder aufheben. Ich will ihn nicht sinnlos verschwenden. Okay, die Pfeile fliegen Bögen. Bögenpfeile? Ja, du musst nicht genau ziehen. Oh, ich dachte gerade, du wärst einer von den Rangern. Nein. Werden wir schon wieder für Zombies gehalten? Ja, ich wollte einfach nur schnell hier den Typen umhauen. So, machen wir uns mal, oder? Habt ihr alles erledigt hier? Gehen wir weiter. Ja, ich muss aber Pfeile mal einsammeln wieder. Ja. Hatte mal 40. Ach, da haben wir auch schon. Ja, ist nicht mehr weit bis zum Turm, das ist ja ganz gut. Ja, könnt ihr mal aufhören, mich immer anzuknabbern, wenn ich gerade Pfeile miete? Und besonders wenn ich gerade gegen andere Leute kämpfe? Ja, das ist aber so lecker. Ja. So, da haben wir noch ein bisschen was zu looten. Nett. Ah, eine Statue hier in dem Bus. Oh. Bin auf dem Weg. Ja. Hoffe ich. Wo seid ihr? Hier im Bus. Ah. Bisschen südlich von dir her. Ihr habt keine Fahrkarte. Raus mit euch. Aua. Genau so läuft es bei mir im Ort auch ab. Ja. Ich gebe Feuerunterstützung. Ja, wie gesagt, vorne beim Fahrer. Ich habe gerade einen Erfolg bekommen. Schön. Und welchen? Aus der Schulter. Ja, wahrscheinlich mit Wurfwaffen erledigt. Ich glaube, das hatte ich vorhin. 50 Gegner mit Wurfwaffen. Ja, genau, richtig. Okay, wo ist hier die Notiz oder was auch immer? Bei dem Fahrer vorne. Beim Fahrer sitzt da genau. Ist eine Statue. Da ist eine Statue, genau. Oh, und der hat ein Bild von einem Hund. Ah. Was ist denn für ein Hund? Ein Vierbeiniger. Wow. Ich glaube, es ist so ein Lassie-Hund. Ein Lesbenhund. Ich glaube, du heißt sogar die Rasse. Okay, dass Pfeile immer weniger werden, ist gar nicht mal so schlimm. Du brauchst ja nur Nägel und Metallteile und Nägel brauchst du bisher nirgends sonst. Vielleicht nutzen sie ja was. Okay, schieß los. Ich war nicht selbst dabei. Sie ist also ich bin schon bei 12 in der Stärke. Es hat etwas mit seinem Bruder Hassan. Wo bist du, PC? Nur wir haben hier gerade noch eine Quest gekriegt. Und Rais macht den GRE dafür verantwortlich, richtig? Dazu hat er auch allen Grund. Hassan war an den Rollstuhl gefesselt. Und er war der Einzige, der Reis wirklich etwas bedeutete. Hassan wirkte immer beschwichtigend auf seinen Bruder. Sollten wir mit ihm reden? Wenn Reis in den Krieg ziehen wollte, überzeugte Hassan ihn, Frieden zu stiften. Und gleich zu Beginn des Aufbruchs forderte Reis, dass der GRI wahrscheinlich, weil wir schon ausgelöst hatten. Evakuieren sollte. Was sie nicht taten? Was sagten? Es gab einen politischen Grabenkrieg. Wegen des Ministeriums hielt der GRI die Füße still. Und Hassan starb bei einer Zombie-Attacke. Der GRI hätte ihn umgehend in Sicherheit schaffen können. Aber sie entschieden sich dagegen. Und jetzt, wo Reis keinen moralischen Kompass mehr hat, kann er seinen sadistischen Wahnsinn auf Haran loslassen.
Du meinst also, Rais Hass auf den GRE sei gerechtfertigt? Ich entschuldige ihn nicht. Er ist ein fieser Gangster, eine Bande für diese Stadt. Ich will nur, dass du verstehst, mit wem du es zu tun hast. Hab ich verstanden, danke. Alles klar. Okay, der hat halt ein bisschen was über Rais erzählt, also dass er seinen Bruder verloren hat, weil der GRE ihn nicht gerettet hat und deswegen hat er halt jetzt Hass auf den GRE. Voll verständlich. Ja. Okay. Boah, sind hier viele Quests. Na gut, wir waren länger nicht mehr da. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ja. In der nächsten Folge werden wir dann mal hier ab und annehmen an Quests und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.